Okay, mein Freund. Wenn die letzten zwei Drittel deines Lebens vor dir liegen, dann willst du nur noch einmal deine großen Träume realisen. Once more einen Big Deal einfädeln für die Agentur. Ein letztes Mal frischen Fisch für den Wurm im Schritt angeln. Oder dir deinen großen Dream erfüllen, ja. Mit ein paar Kumpels auf der Harley, die B65 von Peine. Westward bound nach Preußisch-Oldendorf runtercruisen. Winziges Problem, deine Mofa-License reicht nicht für die Electra Glide Always Ultra mit dem 103 Cubic Inch Big Twin. Du musst also entweder den Boliden auf 25 km/h drosseln oder die Driving License für die großen Maschinen machen. Das schreit nach Solution für den guten alten Mike. Der hat schließlich Bikerblut in seinen Adern und sich schon eine Harley Owners Club Lederjacke besorgt für die Fahrschule. Deshalb habe ich es mir gleich geholt, mein Baby, weißt du, türkis-weiß abgesetzte Flanken am Tank und den Mudguards, der Rest verchromt. 56.000 große Bricks, mein Freund. Okay, ziemlich crazy, aber ich habe mir gesagt, Mike, du bist jetzt fast 20 Jahre, schon über 40, du hast alles erreicht, ja. Alles erreicht, was ein Cowboy erreichen kann. Deine persönliche Kaffeetasse in der Agency und beim Warmbadetag in der Event-Therme wirst du mit Namen begrüßt. Dein Leben ist eine einzige Win-Win-Situation. Darum ist jetzt Sense mit dem Rattenrace. Big Mike ist zum Harley-Händler geschickert und hat ihm geflüstert: Greif ins Regal, Bro. Schraub mir die geilste HD der Stadt zusammen. Fett spielt keine Rolle. Das Tierchen bekommt exactly alles: Fishtails, Sidepipes aus Cro-Magnon-Stahl. Zusätzlich verchromt und nanomäßig gepulvert, ein Arschadapter aus Wapiti-Leder mit Navajo-Hakenkreuzen. Mega authentisch, Alter. Wo du sie hinstellst, Hombre, nur die langen Augen. Und sobald sie den irren Sound hören, reißen die amtlichen Geräte die Schenkel auseinander. Als hätten sie einen Bewegungsmelder in ihrem Stöfchen. Besser, dass keine Sitzbank auf der Harley ist, du würdest die nassen Tussis sonst einfach nicht mehr los. Ich stehe bei Luigi vorm Tabu oder auf einen Drink in Malessi, alles Läden, wo du durch die Scheibe auf das Tierchen gucken kannst und dir sofort der Saft in die Schrittpipe einschießt. Mein Freund, wenn du keine Harley hast, dann geht das Leben echt an dir vorbei. Harley fahren ist besser als Sex. Das Tierchen hält danach die Schnauze für Novodamin. Nächste Woche geht's los, dann wird der gute alte Mike mit seinen Buddies die B65 runterrauschen. In Bad Nenndorf im Vegas mit einem Whisky Sour den Staub der Landstraße runterspülen. Und durch den Überseer von Sachsenhagen cruisen. Nach dieser Experience, Compadre, weißt du, wofür du gelebt hast. Okay, mit der Driving License hat das nicht so ganz super geklappt. Beim Sehtest waren die Buchstaben irgendwie viel kleiner als früher und im praktischen Teil hat mich die 125er Susi von der Fahrschule zweimal abgeworfen. But I had a dream.
Und der gute alte Mike hat die B-65 trotzdem genommen wie ein Cowboy seine Bronco-Stute. Von hinten, ja, ab Peine und dann immer westwärts der untergehenden Sonne entgegen bis Prussian Old Village. Big Mike vorne mit den anderen Brothers im Fiat Ducato und hinten auf dem Anhänger blubberten die Big Twins aus Milwaukee. Scheiße, scheiße, scheiße.